So, liebe Peonienfreunde, herzlich willkommen zu unserem ersten Event. Wir möchten euch heute mal zeigen, wie man eine Peonie pflanzt. Dazu haben wir einen Platz vorbereitet. Üblicherweise oder am besten pflanzt man Peonien eigentlich im Herbst und Spätherbst. Aber dass ihr mal eine Vorstellung habt, wie sowas grundsätzlich abläuft, machen wir das jetzt auch mal im Mai. Und ja, einfach im Garten einen schönen Platz suchen, halbschattig bis sonnig kann er sein, nicht zu viel andere Pflanzen herum, so dass sich die Peonie einfach an dem Platz ordentlich entfalten kann. Und ja, der Boden soll humos sein, am besten eignet sich auch schwerer Boden. Da kann man vielleicht ein bisschen nachhelfen, wenn man jetzt eher sandigen Boden hat. Und ja, wir haben dazu jetzt den Boden etwas aufgelockert. Wir haben hier einen richtig schönen, lockeren Lösslehm, in dem wir heute einpflanzen oder wie er bei uns halt in der Gegend üblich ist. Ja, wir graben dazu ein Loch aus. So. Dann habe ich hier mal eine Peonienpflanze noch aufgehoben. So wird die dann auch ausgeliefert. Die hat zwischen 3 und 5 Augen. Das sind die Augen, die man hier sieht. Und das sind dann quasi die Triebe, die Austriebe für das neue Jahr. Und wenn man das natürlich dann im Herbst macht, hat man den Vorteil, dass sich die Pflanze an dem Standort etablieren kann. Sie ist quasi ohne Blätter. Hier oben dran wären jetzt die Stiele, die sind hier abgeschnitten. Und da wäre das Laub dran und das verursacht natürlich Stress für so eine Pflanze und darum ist es am allerbesten, wenn man so eine Pflanze so wurzelnackt bekommt wie hier, die ist quasi geteilt, da sieht man auch noch die Stellen, wo sie abgetrennt wurde und da haben sich jetzt in dem Substrat, wo wir die jetzt gelagert haben, schon wieder Feinwurzel gebildet und die würden sich dann über den Winter auch bilden und dann kann die Pflanze im Frühjahr an diesen Knospen quasi austreiben und es gibt dann später den Stiel mit der Blüte obendrauf. So. Und das Feld oder der Platz im Garten simulieren wir jetzt mal so. Die Triebknospen sollen nach oben ragen. Dann nehmen wir die Erde, die wir vorher rausgeschaufelt haben, um das Ganze wieder anzufüllen. Wir schauen, dass wir überall um die Wurzel schön Erde haben. Dann drücken wir das Ganze leicht an. Und dann kommt eigentlich das Allerwichtigste, dass wir über die Triebspitzen maximum 2 bis 3 Finger Erde bedecken. Ansonsten macht die Peonie sehr viel Laub und keine ordentliche Blüte. Und wenn wir die zu tief pflanzen würden, hätten wir einfach das Problem, dass die Pflanze einfach nicht ihr optimales, ihre optimale Pflanztiefe hätte. Und wir müssten quasi die Pflanze noch mal rausnehmen. Also wie gesagt, ganz wichtig ist, über diese Triebspitzen maximum 2 bis 3 Finger Erde drüber und dann geht die Peonie hundertprozentig auch in die Blüte. So, und das war's. So viel zum ersten Don Peony Event Pflanzen. Wie pflanzt man eine Peonie richtig? Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.